Willkommen auf meinem Kanal. Dies ist wieder ein neuer Produkttest auf unserem Kanal. Dieses Mal haben wir ein Produkt zur Verfügung gestellt bekommen. Dafür muss ich gleich sagen, von Arte, Achtung, das ist eine Produktplatzierung, weil wir haben dieses Produkt kostenlos erhalten. Aber das Gute ist dabei, am Ende des Videos gibt es auch ein kleines Gewinnspiel. Ihr könnt eine von diesen Lichterketten bei uns gewinnen. Dazu mehr am Ende des Videos. Jetzt mal viel Spaß bei diesem Produkttest. Gerne auf YouTube abonnieren und teilen. Folgt mir gerne auf Instagram und auch auf TikTok. Da jeweils unter MarcoLorenz-YouTube. Links auch zu diesem Produkt in der Videobeschreibung. Los geht's mit diesem neuen Produkttest. Wir wurden angeschrieben von diesem Unternehmen, könnt ihr nicht mal unsere LED-Lichterkette testen bei euch? Haben gesagt, natürlich können wir gerne machen und haben das Paket dann auch recht schnell erhalten. Das war innerhalb von, glaube ich, 3-4 Tagen was bei uns gewesen. Dieses Produkt, schon mal so erwähnt, könnt ihr auch selber nachkaufen bei Amazon. Der Link ist auch unten verlinkt. Für knappe 30 Euro könnt ihr eine Lichterkette erwerben. Beim Auspacken oder auch bei der Produktbeschreibung haben wir schon vorher schon gesehen, es gibt bei dieser Lichterkette sogar einen riesen Vorteil, finde ich. Wir kennen ja auch andere Lichterketten, die man überall kaufen kann, in Discountern, überall und nirgends. Was haben die meisten Lichterketten für ein Problem? Richtig, man kann die LEDs nicht tauschen. In diesem Fall, Hand anlegen, kaputte LED rausschrauben und mit einer heilen LED wieder verschrauben. Zack, und schon ist die ganze Lichterkette wieder in Betrieb. Das bedeutet von Arte, ihr habt jetzt hier endlich mal, was ich persönlich sehr gut finde in Sachen Umweltschutz, die Möglichkeit auch mal einzelne LEDs zu wechseln. Das ist bei meisten Lichterketten ja leider nicht möglich. In diesem Fall ja, da ist eine G40 Glühbirne, ganz normal mit LED-Draht drin und so weiter. Also es ist wechselbar. Wir haben die ganze Lichterkette schon mal getestet, einmal ausgepackt natürlich für euch. Wir haben da diverse Utensilien bei, unter anderem natürlich auch ein USB-Ladekabel, eine Gebrauchsanleitung, die, naja, in unserem Fall jetzt nur teilweise auf Deutsch war und teilweise auf Englisch war, was jetzt nicht weiter schlimm ist, hat, wie schon erwähnt, die zwei Ersatzglühbirnen, LED-Glühbirnen, die mit dabei sind und natürlich unseren Erdspieß und auch Schrauben für die Wandmontage an einer Wand, wer das gerne irgendwo an der Wand, weil es keine Erde in der Nähe. Ein Wand montieren ist also quasi auch möglich, kein Problem. Bei der Montage haben wir sowas mitbekommen, dass leider das Zuleitungskabel für den Erdspieß bis hoch zu unserer Schnur, die wir jetzt oben haben, zu kurz ist. Das heißt quasi, wir müssten auch auf eine Wandmontage zurückgreifen. Ansonsten ist das Ganze einfach anzuhängen. Die Glühbirnen haben einen eingebauten Hakenmechanismus drin, womit man es quasi über eine Schnur, ein Stück Draht, wie auch immer, einfach rüberbommeln kann. Also schon alles integriert, man muss da keine großen Sorgen bei machen. Kommen wir kurz mal zu dem Inhalt, was im Paket alles drin ist. Also wir haben insgesamt an der Lichterkette 12 Glühbirnen plus 2 Ersatzglühbirnen sind in diesem Set mit drin. Die Glühbirnen haben eine Spannung von 1,5 Watt. Und nun kommt das Schöne, die Gebrauchsanleitung ist leider auf Deutsch, Englisch, aber ist trotzdem sehr ausführlich geschrieben. Unter anderem steht auch drin, zum Beispiel, wenn die Glühbirnen mal nicht leuchten sollten, ist die Batteriespannung zu gering. Ist ein Schutzmechanismus drin, quasi reicht das nicht zum Leuchten, leuchten die auch nicht. Da muss die Batterie geladen werden, beziehungsweise muss längere Zeit in der Sonne gestanden haben, damit die Batterie wieder geladen ist. Erst ab einer Arbeitsspannung von 3,3 Volt funktionieren diese Glühbirnen auch. Quasi bei einer Spannung von 2,8 bis 3,0 schaltet das Gerät sich automatisch nicht mehr an. Wir haben einen Überspannungsschutz drin. Das heißt quasi, wenn irgendwo ein Fehler auftritt, geht alles aus und man muss es quasi manuell wieder aktivieren. Wir haben auch einen Spritzschutz drin. Das heißt quasi bei Regenwetter können wir diese LEDs draußen hängen lassen. Man soll sie nicht unter Wasser tauchen, ist klar, weil Spritzschutz ist halt kein Unterwasserschutz. Also quasi, wenn die Dinger unter Wasser gestanden haben, leider Gottes, werden sie wahrscheinlich auch kaputt sein. Das Solarpanel hat selber eine Stärke von 5,5 Volt bzw. 1,5 Watt quasi. Es sollte normalerweise reichen, um die Akkus hier drin zu laden, wenn immer genügend Sonne da ist. Ansonsten wird Alternative über USB. Für die Nachtverhältnisse haben wir noch verschiedene Lichtfunktionen. Entweder wir haben Dauerlicht oder wir haben insgesamt 4 Modis nebenbei, wieder Dauerlicht, langsames Blitzen, schnelles Blitzen und pulsierender Blitz. Das sind die
Lichtfunktion, die wir haben müssen, aber ich glaube, bei einer normalen Party machen sie so die meisten Daulicht an. Es sei denn, man hat zu viel Licht, dass man wirklich sagen kann, man macht das quasi als Atmosphäre, ein bisschen so Partylicht, blink, blink, blink. Ja. Ich persönlich bin zumindest von diesem Set begeistert. Knappe 30 Euro kostet das bei Amazon und das Beste dabei ist halt wirklich diese Ersatzglühbirne oder zwei Ersatzglühbirnen, die uns die Möglichkeit bieten, quasi einzeln die Glühbirnen austauschen. Wir können mal kurz mal bei Tageslichtung mal die Lichtwerte testen. Wir haben ja schon an das Gerät. So sehen die jetzt in normaler Raumhelligkeit gerade aus. Und ich mache mal kurz eine Glühbirne mit Absicht kaputt. Ich schraube den mal aus, um zu sehen. Aha, ihr seht also quasi, wenn eine Glühbirne kaputt gehen sollte, leuchten die anderen weiter. Quasi man sieht auch gleich, welche kaputt ist. Es gibt ja manche Lichterketten, wenn man wo eine Glühbirne kaputt ist, dann die ganze Lichterkette aus ist. In diesem Fall dann quasi auch nur die eine Glühbirne, die auch defekt ist. Also von der Art her sehr schön auswechselbar und hat, ja, ich finde es gut. Das hat knappe 30 Euro kostet das und Frage ist natürlich noch, wie lange leuchten die gesamt? Kommen wir noch zu der besprochenen Leuchtdauer. Wir haben uns kurz mit dem Hersteller kurz unterhalten. Die Leuchtdauer von dieser Lichterkette beträgt 6 bis 10 Stunden bei voll aufgeladenem Akku. Natürlich je nach Betrieb, was wir machen, ob wir quasi leuchten, ob wir blinken wählen. Ja? Also 6 bis 10 Stunden sollen diese Glühbirnen auf jeden Fall dann durchleuchten können. Ja, soweit so gut. Unser Produkttest auf jeden Fall bestanden. Wir sind mit den Glühbirnen soweit zufrieden. Und jetzt kommen wir zu euch. Habt ihr auch Interesse, so eine Lichterkette kostenlos zu erhalten? Ja? Könnt einfach das mal mitmachen. Ich schreibe mir dafür einfach an gewinn.marcolorenz@gmail.com. gewinn.marcolorenz@gmail.com. Da schreibt ihr einfach nur hin, LED-Lichterkette und wir werden bis zum 15.07. werden wir dann einen Gewinner auslosen. Also gewinn.marcolorenz@gmail.com steht unten auch nochmal drin. Unsere Gewinnspieladresse für das Gewinnspiel. Also wir freuen uns auf jeden Fall über eure Nachrichten. Wenn ihr so eine Lichterkette haben wollt, eine dürfen wir davon nämlich von unseren Partner verlosen. Und die bekommt ihr natürlich auch zugesandt von unserem Partner, beziehungsweise von uns. Ich werde dann sehen, wie ganz funktionieren soll, aber ihr bekommt zumindest eine, geht an einen glücklichen Gewinner raus. Und nebenbei in dem Gewinnspiel, denkt doch dran, wir verlosen auch noch 50 Euro nebenbei. Das bedeutet in dem Sinne, vielleicht nochmal so zwei Lichterketten dazu bestellen. 50 Euro für 3000 Abonnenten. Also weiterhin abonnieren und teilen. Folgt mir auch weiter auf Instagram unter marcolorenz_YouTube, dasselbe auch auf TikTok. Also bis zum nächsten Produkttest hier auf unserem Kanal, bezahlt oder unbezahlt. Wir werden sehen, was demnächst kommt. Und wir freuen uns jetzt über eine schöne Lichterkette im Garten und ihr euch demnächst auch. Bis dann. Tschüss, euer Marco Lorenz. Trotzdem danke auch für euer Geschenk. Ich wollte mal wieder uns sagen. Trotzdem danke. Für alles.